Willkommen bei Türchen Nummer 15 des fantastischen Adventskalenders. Heute geht es mal wieder um einen Helden. Einen Helden, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, der sich aber tapfer der Zeit und dem Zeitgeist gestellt hat. Er fing an als Comic, ging dann gleich über zu einer Filmreihe, war dann Held eines Kinofilms, Held einer Parodie und zuletzt einer Serie, über die ich nicht sprechen möchte. Die Rede ist von Flash Gordon. Im Januar 1934 erschien die erste Folge Flash Gordon als Comic in einer Zeitung, gezeichnet von Alex Raymond. Und Raymond entwarf auch die Geschichten, die als Konkurrenz zu dem Science-Fiction-Strip Buck Rogers gedacht waren. Die Geschichte beginnt damit, dass ein fremder Planet, in einigen Panels heißt es auch Komet, sich der Erde nähert und mit dieser zusammenzustoßen droht. Die Erde scheint verloren, doch der geniale Wissenschaftler Dr. Zarkov hat einen Plan. Er will mit einer Rakete zu dem fremden Himmelskörper starten, diesen rammen und so aus seiner Bahn werfen. Da landen der Polospieler Flash Gordon und Dale Arden, die, was sie ist, darüber schweigt sich der Comic aus. Jedenfalls, Flash Gordon und Dale Arden landen mit einem Fallschirm auf dem Grundstück von Dr. Zarkov, nachdem ihr Flugzeug von einem Meteor beschädigt wurde. Zarkov zwingt sie mit Waffengewalt in seine Rakete und sie startet. Doch kurz bevor die Rakete mit dem fremden Planeten zusammenstoßen kann, bekommt es Zarkov mit der Angst zu tun. Er reißt das Steuer rum und anstatt den Planeten zu rammen, landet die Rakete auf ihm. Es handelt sich um den Planeten Mongo, der von Ming, dem Gnadenlosen, regiert wird, einem unbarmherzigen Diktator. Ming will Dale zu seiner Frau machen und wirft Flash Gordon in eine Arena, wo er gegen 4 Affenmenschen kämpfen muss. Doch Mings Tochter Aura rettet Flash Gordon und bringt ihn in eine Rakete. Und so beginnt eine lange Reihe von Abenteuern auf dem Planeten Mongo. Flash Gordon wurde sehr schnell populär, sodass schon 2 Jahre nach dem ersten Comic 1936 ein Filmserial in die Kinos kam. Dabei handelt es sich um eine 13-teilige Serie um die Abenteuer von Flash Gordon, Dale Arden und Dr. Zarkov. Alex Raymond war ein großartiger Zeichner, dessen detailreiche Comics sehr inspirierend sind. Leider hapert es ein bisschen mit der Geschichte. So hat die Geschichte von Flash Gordon zum Beispiel keinerlei Struktur. Sie wurde als Fortsetzungscomic für die Zeitung entworfen und Flash Gordon und seine Freunde hangeln sich quasi von gefährlicher Situation zu gefährlicher Situation, von Abenteuer zu Abenteuer. Es ist lange Zeit nicht direkt ersichtlich, auf welchen Höhepunkt die Geschichte sich eigentlich zubewegt. Denn, und das ist der zweite Haken der Geschichte von Alex Raymond, Raymond verliert bei seinen Abenteuern sehr häufig den Fokus. So beginnt seine Geschichte mit der drohenden Zerstörung der Erde, nachdem Gordon, Zarkov und Dale Arden allerdings auf dem Planeten Mongo gelandet sind, ist davon keine Rede mehr. Wir erfahren gar nichts mehr von der Erde. Erst als Ming besiegt ist, wird das erste Mal wieder von der Erde gesprochen. Allerdings erfahren wir nie, was passiert ist. Mongo hat offensichtlich seinen Kollisionskurs mit der Erde verlassen. Aber warum? Warum war der Planet überhaupt auf Kollisionskurs mit der Erde? All diese Fragen beantwortet der Comic nicht. Aber die Serie, die springt da ein. Tatsächlich folgt das Serial von 1936 ziemlich exakt dem Verlauf der ersten Episoden von Raymonds Geschichte. Nach dem großen Erfolg des ersten Serials wurde 2 Jahre später ein zweites produziert. Es hieß Flash Gordon's Trip to Mars. Dieses Serial nimmt einen einzelnen Handlungsstrang, den Alex Raymond entworfen hat, die Handlung um Azura, die Königin der Magie, verlegt diese Handlung auf den Planeten Mars und baut eine ziemlich frei erfundene Geschichte darum auf. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass es auf Mongo und in der Serie auch auf dem Mars bereits in den 1930er Jahren einen ziemlich hohen Anteil an Frauen in Führungspositionen gab. In Raymonds Comics kommt das noch deutlicher zum Ausdruck. Ständig stolpern Flash Gordon, Dale Arden und Dr. Zarkov in irgendein Königreich, dem eine Königin vorsteht, die natürlich ein Auge auf Flash Gordon wirft, was wiederum zu Eifersuchtsszenen mit Dale führt. Das macht einen weiteren Schwachpunkt der Comics aus, dass die Geschichte irgendwann anfängt, sich im Kreis zu drehen. Doch jede Königin von Mongo, beziehungsweise auch die Königin Azura vom Mars, muss Flash Gordon wieder ziehen lassen. Die ersten beiden Serials wurden Anfang der 1980er Jahre erstmals deutsch synchronisiert und unter der Überschrift Opas Weltraumkino im Fernsehen gezeigt.
Mein Opa musste mir daraufhin erklären, dass er diese Filme damals nicht im Kino gesehen hat. Denn zu der Zeit, als sie herauskamen, waren in Deutschland amerikanische Filme nicht unbedingt so beliebt. Und ich wusste gar nicht, warum. Ich hatte Spaß an den Abenteuern des Flash Gordon. 1940 kam noch ein drittes Serial heraus, das allerdings erst sehr spät deutsch synchronisiert wurde. Der Grund? 1940 versuchte man in Amerika das Publikum auf den Weltkrieg einzustimmen. Und genau in der Stimmung ist Flash Gordon Conquers the Universe auch geschrieben. Die Bildsprache ist ziemlich eindeutig. Flash Gordon, Dale Arden und Dr. Zarkov, das sind die Amerikaner. Prinz Barin, der ewige Gegenspieler von Ming, und seine Gefolgsleute stellen England dar. Das Eiskönigreich Phrygia, Russland. Vor allen Dingen sieht man das an den Kostümen der Phrygianer. Und Ming, der anstatt wie in den ersten beiden Serials in exotischen Gewändern jetzt in etwas herumläuft, das eher aussieht wie eine preußische Gardeuniform, ja, stellt natürlich einen auf der Erde recht bekannten Diktator mit der Lieblingsfarbe Braun dar. Anfang der 1980er Jahre wollte man es offenbar nicht riskieren, dieses Serial im Fernsehen zu zeigen. Vor allen Dingen, da Ming nicht nur aussah wie ein Deutscher, sondern ersperrte seine Gegner in Konzentrationslager. Und Verräter wurden in einer Dust Chamber, einer Staubkammer, mit dem Staub des Todes besprüht und hingerichtet. So gesehen ist dieses Serial zeithistorisch ein ziemlich interessantes Dokument. Der Grund für das Interesse an der alten Serie war natürlich, dass im Zuge des Star Wars Fiebers 1980 Dino De Laurentiis eine Neuverfilmung des Stoffes mit Sam J. Jones in der Titelrolle in die Kinos brachte. Der Film schafft es tatsächlich, noch ein paar Schwächen mehr auszugleichen, die die Originalserie hat. Zum Beispiel wird Flash Gordon von Prinzessin Aura in ein Raumschiff gesperrt, als plötzlich die Löwenmenschen die Stadt angreifen. Um Dale und Zarkov zu retten, fliegt Flash mit dem Raumschiff los und verteidigt Mingo City. Die Frage ist nur, woher weiß er, wie man ein Raumschiff fliegt? In der Neuverfilmung wird gezeigt, wie Aura es ihm beibringt. Berühmt ist die Neuverfilmung allerdings auch wegen der Filmmusik, die von Queen produziert wurde. Im Zuge des Films hat Europa, das Hörspiel-Label, eine Flash Gordon-Reihe herausgebracht. Folge 1 der Hörspielreihe entspricht der Umsetzung des Films von 1980 und ab Folge 2 wurden wiederum die Comics von Alex Raymond verarbeitet. Dabei hält sich die Hörspielreihe erstaunlich exakt an die Vorlage. Leider bricht die Reihe bei Folge 10 das Tor des Unheils ab und das im wortwörtlichen Sinne. Die Handlung ist nicht beendet. Eine Fortsetzung gab es damals leider nicht mehr. 2007 gab es dann den Versuch einer neuen Fernsehserie mit dem Titel Flash Gordon. Aber wie schon gesagt, über die reden wir nicht. Mittlerweile werden die Filmrechte von der Firma Columbia Pictures gehalten. Ursprünglich wollte man 2012 eine Neuverfilmung ins Kino bringen, aber wenn jetzt nicht die letzten Tage von 2012 noch ein Wunder geschieht, dann wird das wohl nichts. Nichtsdestotrotz sieht es so aus, als wäre die Geschichte von Flash Gordon noch lange nicht beendet. Ja, und so gehen die Abenteuer von Flash Gordon weiter und weiter. Und weiter. Und wenn er nicht gestorben ist, dann macht er heute noch Machtkämpfe in Tropika. Das war's für heute. Bis morgen.